Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video. Wieder ein Film, der in meiner Filmsammlung schon vorhanden war und ist. Aber diesmal ein Update von der DVD, die ihr hier seht, die ich auch schon mal vorgestellt habe, auf eine Blu-ray. Ja, und zwar Blu-ray Steelbook. Ja, der Film kam irgendwie exklusiv für Amazon raus, also in dieser Edition halt. Über den Film brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Sollte auch jedem bekannt sein. Ein Film, der aus den 80ern irgendwie kommt und wohl einer mit der legendärsten Musterungsszenen ever hat, wie ich finde. Die sind eigentlich jedem bekannt, ja. Full Metal Jacket ist eigentlich so der typische nach Apocalypse Now Vietnam-Film, den man sich immer mal, also den man kennt, den man auch sich mal geben kann. Der Anfang ist eigentlich mit das Beste, ja, danach halt, ja, flaut es halt so ab. Aber wie gesagt, es hat die legendärste Musterszene oder, ja, die ich halt kenne, ja, das ist halt so. Ja, der Film hier ist in Deutsch Dolby Digital 5.1. In meiner Meinung nach, der Abmischung, ja, ist doch schon mehr, wie ich finde, auf Dolby Surround getrimmt gewesen damals, also mit Stereo und so. Also ist doch sehr frontlastig, außer manch ein Effekt, Helikopter oder so, kommt von hinten, aber es ist halt nicht so extrem wie bei neueren Erscheinungen halt, ja, Filmerscheinungen. Ja, wir haben 16:9 Vollbild, Uncut, ist auch klar, und die Qualität des Bildes sieht ganz okay aus, der Ton, habe ich ja schon gesagt, ist doch mehr frontlastig, ist halt mehr auf das Dolby Surround ausgelegt, von früher. Ja, das Steelbook ist matt Glanz, also das ist hier, der Rest ist matt, der Helm und sowas ist Glanz. Und wie ich finde, ja, das gab es schon in verschiedenen Steelbook-Auflagen, einmal hier dasselbe wie hier, jetzt komplett nur in Schwarz, also so wie hier die DVD, ja. Und ja, da kann man sich jetzt streiten, welche schöner ist, weil der Helm ist hier auch anders mit Born to Kill und diesen Peace-Zeichen und hier nur Born to Kill. Kann man sich jetzt streiten, welches schöner ist. Hier finde ich halt die Schrift schöner als hier. Ja, und hier ist vielleicht der Helm hübscher als da. Gab schon verschiedene, wie gesagt, Ausführungen. Mir gefällt das Steelbook sehr gut, weil dieses Olivgrün, Army Olivgrün, passt ja doch sehr gut, als nur jetzt nur schwarz oder weiß. Ja, ja, also das Steelbook ist ganz schön gehalten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Special Edition müsste hier von der DVD auch fast identisch sein. Ja, ich habe ja hier diese Zweidisk-Edition. Na, hier hinten ist natürlich nichts drauf. Wir können das vergleichen jetzt mit dem Infoblatt hier. Die fast dieselben Bilder sind hier genommen worden. Ja, fast die gleichen Bilder, wenn ihr das hier seht hier. Fast die gleichen. Ja, das ist halt ja auch so eine Filmgeschichte, das ist die Nummer 03. Von mehreren, die hier so rausgekommen sind. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind die Bonis? Ja, Specials. Ist halt nicht viel drauf auf der Disc. Ja, außer ein paar, so wie hier, so ein paar Trailer. Das ist hier auch, glaube ich, drauf. Ja. Sonst ist ja nichts weiter anders gestaltet. Ja, wir können aber das genau hier angucken, mal das World Specials hier. Halt typisches Kicks, Drama, Gedönse, ja, oder Verherrlichung. So, was mir sehr gut gefällt bei den Steelbook ist, wir haben einen durchgehenden Innenfarbdruck, das ist schon mal sehr schön. Und hier auch die Disc ist schön gestaltet. Da gab es auch mal in diesem Cover oder diesen Look, gab es auch mal ein Steelbook, was mir eigentlich auch sehr gut gefallen hat von außen, mit diesen Soldaten mit Born to Kill drauf, gesenkten Haupt und hinten diese ganze Szenerie. Sieht halt sehr schön aus. Die DVD sieht von drinnen so aus, schwarz, schwarz, schwarz. Und hier gefällt mir das Cover sehr gut, was eben halt auch farblich durchgehend ist. Das ist halt sehr schön gemacht, wie ich finde. Also das ist toll. Und das ist diese Szene in diesem Ausbildungscamp. Wer das nicht kennt, ihr habt bestimmt schon ein paar Ausschnitte mal gesehen auf YouTube oder so. Also wenn jetzt jemand jünger sein sollte, schaut euch mal den Film an. Wer jetzt nicht so auf Kriegsfilme steht, eigentlich ist das, ja, die Musterungsszene eigentlich das Beste mit an diesem Film, wie ich finde. Ja, ist halt ein Vietnam-Film halt, ne? Gegen den Vietnamkrieg.
oder über den Vietnamkrieg, wie auch immer. Ja, das war Full Metal Jacket. Schönes Steelbook, von außen wie von innen, ja, muss ich sagen. Und den Film kann man sich auch ab und zu mal geben. Nicht, vielleicht nicht jeden Tag, aber mal ab und zu geht das schon mal. Und ja, das soll es gewesen sein. Bis demnächst wieder, euer Digga Yoshi. Und tschüss.